So, Pizza Snob. Bitteschön. Schön. Okay, was ist jetzt noch das Problem? Warum wackelt dieser Stuhl? Lieber Großneffe, wenn du dies liest, dann ist es also wahr. Pizza liegt uns im Blut. Der ältere Herr, der dir dieses Restaurant anvertraut hat, heißt Arturo Andrisetti und schuldete mir einen Gefallen. Es ist immer gut, seine Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb muss ich dich vor den Frodatos warnen. Sie zahlen nicht, sind knallhart, skrupellos und werden dich sofort zum Erzfeind ernennen, wenn sie herausfinden, wer du bist. Und sie werden es herausfinden. Du musst also mit dem Schlimmsten rechnen. Die Welt, mein Sohn, ist nicht so, wie sie sein sollte. Auch ich war nicht so, wie ich hätte sein sollen. Du wirst das noch verstehen. Du wirst die Familiengeschichte erfahren. Dein Großonkel Carmine. Vielleicht will ich die Geschichte ja gar nicht erfahren, weil ihr dieses Restaurant fett gegen die Wand gefahren habt. Aus allen Lebenslagen. Versuche deine Rezepte und deine Einrichtung so anzupassen, dass drei verschiedene Bevölkerungsgruppen mindestens zu 45% mit deinem Restaurant zufrieden sind. Ja, sieh. Klar. Weil der Dominos auch hingeht und mich fragt, wie ich sein Restaurant finde, oder was? Okay, da ist unsere Köchin, oder? Ich glaube, die war gerade scheißen. Ah, jetzt guck mal, jetzt geht's los. Hier, guck, 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 guck. Die sind voll froh jetzt. Oh, Respekt, dass die zu uns kommt. Finde ich gut. Was ist? Was ist los? Geöffnet. Wir hatten aber die Lieferanten schon eingeteilt gehabt, oder? Warum ist das aus? Wir sind nicht genügend Zutaten auf. Hä, wir haben das doch aber gemacht. Warte mal, wo sind die scheiß Angestellten hier? Wie komme ich nochmal an das Angestellten-Ding? Angestellte. Wir haben doch unsere Dings eingeteilt, oder nicht? Zugewiesene. Nicht zugeordnet? Zugewiesen? Ja. Die haben aber nichts gemacht. Oh. Okay, können wir hier... Achso, können wir hier jetzt schließen oder so? Geht nicht, ne? Ja, sorry, gibt doch nichts zu essen. Tut mir leid. Ihr könnt wieder gehen. Heute gibt's nichts. Aber wir verdienen trotzdem Geld. So läuft das. Was heißt Architekt? Ah, okay. So, ist jetzt zu? Ne, wir haben immer noch auf. Ach, erst um 21 Uhr. Richtig. So, pass auf, jetzt können wir in den Architektenmodus gehen. Ah, und hier kann man Sachen kaufen. Alles klar, voll geil. Voll gut. Stühle und sowas können wir hier machen. Lampen. Einfach mal fetten neuen Ofen. Oh, man kann sogar den Grundriss ändern. Cool. Was? Achso, man kann das aber nur so ändern, oder was? Ah, okay. Alles klar. Ja, lass mal einfach nochmal so. Was? Verwerfen. Wie komme ich denn hier aus diesem Inventarmodus, aus diesen Dings wieder raus? Ich denke, ah ja, okay. So, ich spule ein bisschen vor. Wir verdienen, glaube ich, erstmal lieber noch ein bisschen Geld, bevor wir jetzt was in der Einrichtung ändern. Verdient. Ach, wir haben durch den Pizzawagen verdient. Okay. Was? Status kritisch. Warum? Was ist das Problem? Zuliefererkette. Stelle schnellere, bessere oder mehr Zulieferer ein. Miete ein Warenhaus, das näher an deinem Restaurant ist. Vergrößere deine Lagerstelle, mehr schnellere Köche ein. Wieso haben wir schon wieder geöffnet? Warum haben wir geöffnet? Warum haben wir geöffnet? Ah, jetzt füllt sich das hier auch mal so langsam. Alles klar. Okay. Jetzt verlieren wir auch Geld. Sehr gut. So, mal gucken. Jetzt müsste das ja eigentlich voll steil gehen. Guck mal, da kommt doch schon der erste. Zack, siehst du, der hat gefuttert. Wunderbar. Und jetzt geht das richtig ab. Pizza. Ich überlege aber gerade, wir müssen gleich nochmal ins Architektendingels gehen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man mehrere kleinere Tische macht. Wie zwei fette Vierertische. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, ist geschlossen.
Rentabel. Zeige der Stadt, dass du ein Restaurant rentabel machen kannst, dann wirst du neue Angebote bekommen. Verdiene 15.000. Ja gut, 19.000 geht ja. 9.000 haben wir ja schon mal. Pass mal auf. Nein? Was? Okay, wir brauchen also ein größeres Lager. Gucken wir gleich mal. Als allererstes gehen wir jetzt mal ganz kurz in den Architektenmodus. Pass mal auf. Und dann würde ich schon gerne diese... Also so zwei fette Tische kann man ja ruhig beibehalten. So. Zack. Okay. Das kann man ja ruhig beibehalten, aber vielleicht macht es auch Sinn, wirklich kleinere Tische auch hinzustellen. Weil natürlich, je mehr Sitzgelegenheiten man hat, desto mehr Leute können natürlich im Restaurant auch essen. Ja. Huch. Warte. Oh. Das steht auch falsch. Ups. So. Okay. Der steht auch falsch. Okay, jetzt haben wir nämlich hier genug... Huch, jetzt haben wir hier genug Fläche. Ah, hier gibt es überhaupt keine Einsatztische, oder was? Das ist doch scheiße. Warum gibt es das? Warum kostet dieser verschissene Tisch 1000 Euro? Warum? Naja, okay, egal. Egal. Zack, stell mal. Oh, boah, 1000 Euro für so einen verschissenen Tisch. Ich würde aber, glaube ich, gerne noch einen kaufen. Für einen Stuhl. Sigi. Das ist ja Wahnsinn. Alter. So, pass auf, den einen muss ich da noch richtig stellen. Warte. Nee, warte. Oh, Moment, der steht falsch, oder? Nee. Die Lampe noch ein bisschen rüber. So. Es soll ja schon alles seine Richtigkeit haben, verstehst du? Schön. Alter. Eine Tisch hat 400 gekostet. Ach, die wären billiger gewesen hier. Na gut, egal. Hey, also so eine Holz, also so eine Holzeinrichtung kann man sich ja schon mal leisten, oder? Okay, der Tisch steht ein bisschen nah an dem... der Stuhl steht ein bisschen nah, glaube ich, an der Tür, ne? Warte mal, pass mal auf, wir machen das mal anders. Wir gehen aber kurz in Architektenmodus. Architektenmodus. Dann stellen wir den Stuhl lieber nach da drüben. Dann ist die Tür hier frei. So. Okay. So, jetzt mal gucken. Einmal vorspulen, mal gucken, was das bringt. Was? Schlecht. Erhaltene Zutaten. Okay, okay, okay. Durchschnittlich. Besucher. Ja, gut. Mal gucken. Mi amor. Okay, also das Geld geht momentan ein bisschen runter, aber das macht nichts. Es müsste ja gleich wieder hochgehen. Okay, was zeigt das da gerade an? Werden die nicht bedient? Oh, okay. Das heißt, wir werden nicht drum herum kommen, bald noch eine zweite Bedienung einzustellen. Ja. Wir werden eine zweite Bedienung einstellen müssen. Kritisch. Erhaltene Zutaten. Warum ist das kritisch? Miete ein Warenhaus, das näher an deinem Restaurant dran ist. Wo kann man denn hier ein Warenhaus mieten? Da steht doch nirgendwo was, oder? Was ist das? Warenhaus. Ah, okay, doch. Okay. Okay, ich würde das gerne mieten, aber wie miete ich das? Wo kann ich das hier drücken? Kann ich das nicht mieten? Litfaßsäule. Ich würde gerne dieses Warenhaus hier mieten.
Geht aber nicht. Warum auch immer. Was, da liegt Müll neben dem Restaurant? Kann gar nicht. Oh doch, da liegt tatsächlich Müll. Aber das ist nicht mein Müll, oder? Ja, wie kann ich dieses Restaurant mieten? Also dieses Lager. Erforscht werden, was? Wie, ich muss das erforschen? Was? Das ist doch blöd. Ja, egal, mal gucken. Hä, hey, wer ist er denn? Ach, das ist der Lagermensch, okay. Nein, mal gucken. Geschlossen. La da 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 da. Wir brauchen einen zweiten Koch und wir brauchen eine zweite Bedienung pro Schicht. Ich glaube, das macht Sinn. Oder? Okay, lass uns mal gucken. Rot war Köchin. Wir brauchen eine weitere Bedienungskraft. Die Angela könnten wir nehmen. Freundlichkeit, Geschwindigkeit. Ja, komm, nehmen wir doch einfach mal die hier. Und zwar hier um 12 in der Schicht. Ja. Mal gucken, die wird jetzt zwar noch nicht arbeiten. Aber mal gucken. Was ist jetzt schon wieder kritisch? Ich kann kein Warenhaus mieten, das ist noch nicht erforscht. So, komm. Gib ihn. Ich kann kein größeres Lager kaufen. Es geht nicht. Es verbietet mir das Spiel, weil ich in der Kampagne bin. Es ist kein freies Spiel. Es ist Kampagne. Wir müssen uns leider daran halten, was da oben links steht. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal 15.000 Tacken verdienen. So. Und das haben wir jetzt zum Glück hoffentlich gleich. Es wäre wirklich schön. Okay, nächsten Tag noch abwarten. Dann sollte es aber hinhauen. Ja, ich weiß, ich brauche ein großes Lager. Ein Lager. Na komm schon. Montage mobile Pizza. Kommt rein und esset meine Pizza. Sehr gut. Kauft meine völlig überteuerten Pizzen. Ja, Bonsen macht mich reich. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Weiter. So. Puh. Okay, Pause. Was ist der nächste Schritt, Freunde? Können wir jetzt ein Lagerhaus kaufen? Sehr geehrter Herr Montago, Ihr Vater musste verschwinden, um Ihnen und Ihrer Mutter das Leben zu retten. Und es waren nicht die Frodatos, die es bedrohten. Nach allem, was wir wissen, ist er noch am Leben. Ein Freund. Okay. Ein zweites Restaurant. An der Seite, das sieht ein interessantes Restaurant in guter Lage leer. Sie sollten es pachten und ihr Geschäft vergrößern. Ja, Siggi, klar, natürlich. Ich habe doch noch nicht mal das eine auf Vordermann. Der Raumzuschnitt ist eher ungünstig. Öffne das Architektenbildingens. Okay, warte, hier. So, und jetzt kann ich das hier ändern, oder was? Ah, das hatten wir ja hier schon mal gehabt, ne? Was war denn nochmal Küche und was war was? Warte mal. Gorox? Was? Gorox. Danke dir. Ich glaube, das hier war Essensbereich, ne? Der Grundriss kostet mal eben 4.000. Klar. Am günstigsten ist es wohl ein Restaurant mit 3 Räumen, Küche und Gastraum. Was? Mit 3 Räumen? Küche, Gastraum und Lager. So. Oder? So würde ich es machen.
Klar, ich habe das Ding nicht mal gekauft und krieg schon, und es ist schon teuer für mich. Zuschnitt geändert, Raumzuteilung geändert. Leer, was? Warte mal, dann würde ich sagen, das da hinten ist die Küche. Das hier ist das Lager. Und das hier ist der Speisesaal. Damit ein Koch arbeiten kann, öffne bitte das Küchenausstattungsmenü, blinkende Schalter und stelle einen Arbeitsplatz in die Küche. Okay, übernehmen. Hier, eine Küche, ne? Brauchen wir. 1000. Einfach, rustikal, modern, klassisch. Ist ja alle gleich teuer. Also von daher kriegt er eine einfache Küche hier. Zack, stellen wir mal hier hin. Ne, da drüben stellen wir die hin. So. Okay. Wunderbar. Okay, wir brauchen 16 Stühle und 4 Tische. Da das unsere zweite Glitsche hier ist, nehmen wir diesmal mal die billigere Ausstattung. Was brauchen wir? 4 Tische, ne? Eieieiei. Machen wir mal so. Da kommt der da drüben noch hin, warte mal. Wie kann ich denn... Ah ja, okay. Warte. Hier, zack, darüber. Das kommt dahin. Der ist direkt am Eingang, das ist scheiße dann irgendwie. Ich weigere mich, einen Tisch direkt an den Eingang zu stellen. Finde ich fürchterlich. Ja, komm. Oder doch hier hin. Ah, das ist direkt vorm Eingang. Ich will das nicht. Oder hier hin. Da steht er doch auch erstmal gut. Oder? Vielleicht das hier noch ein bisschen hier rüber. Das da auch. Ja, das muss erstmal. So, was haben wir hier für billige Stühle? Zack, nehmen wir die Billo-Stühle hier. Wie gesagt, wir müssen Geld sparen. Wir haben gerade in ein zweites Restaurant investiert, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ach, Toiletten braucht keiner. Toiletten braucht keiner. Unsere Pizza wird komplett unverdaut dem, ne? Also komplett unverdaut. Das ist eine teure Angelegenheit hier. Ist irgendein Stuhl nicht an seinem Platz? Er hier, okay. So. Ja, fertig oder was? Das Ding ist, da sollen jetzt auch wieder Leute rein, ne? Also die da arbeiten. Mag ich mit dem Geschäft umgeben? Gerne unterbrechen. Ach so. Ja, sie haben in erster Woche einen tollen Job gemacht. Diesmal sollten sie mit voller Kraft vorgehen. Sie brauchen mehr und bessere Mitarbeiter, um ihre Gewinnspanne weiter zu verbessern. Sollten sie die Öffnungszeiten ihres Restaurants verlängern? 3 Schichten sollten genügen. Jetzt schnell beitreten. Was? Bereiten sie alles für die Eröffnung morgen vor. Okay. Warte mal, Architekt, was soll man denn noch ändern? Großrinden? Hä? Nein, der Grundriss bleibt jetzt so, wie er ist. Ist bescheuert oder was? Nix da. Nein, übernehmen. Und tschüss. So, wir sollen jetzt 3 Schichten. Das heißt, wir müssen jetzt auch Leute einstellen für 3 Schichten. Alles Restaurant bereit zur Eröffnung. 3 Schichten zugeordnet. Boah, Alter. Und dementsprechend müssen wir jetzt auch die Angestellten tatsächlich kaufen. Oder einstellen, besser gesagt. Das heißt, wir brauchen 3 Köche, 3 Service-Crafte und 3 Lagertypen. Oder 2, besser gesagt. Oder? Sehe ich das richtig? Alter Verwalter. Ach so, jeder kann... Ach so, okay. Hä, können die echt 2 Schichten arbeiten? Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das hier geht. Oh, wen nehmen wir denn hier mal? Ja, ich weiß es nicht. Nehmen wir mal sie hier auf jeden Fall mit rein. Oh, 3 Schichten, Alter. Ne, die kann immer nur eine Schicht arbeiten. Wann machen wir denn hier auf?
Wann macht mein Laden eigentlich auf? Warum steht das hier nirgendwo? Ich habe keine Ahnung. Being drunk? Is a science. Danke dir. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ich habe keine Ahnung, wo hier steht, was man aufmacht. Warum steht das hier nirgendwo? Mach hier mal auf Pause. Hä? Typ, außer Betrieb, okay. Ja, keine Ahnung. Steht das da irgendwo? Ah, okay. Also sobald ich hier jemanden einteile und dann geht's los. Alles klar. Aber dann 3 Schichten. Gwalin LP, danke dir. Das heißt, warte mal, 3 Schichten, Alter. Das ist nicht so geil. Nehmen wir ihn mal noch mit dazu. Warte mal, 3 Schichten wäre ja dann so. Oder was? Ich nehme mal ihn noch. Wir müssen ja ein bisschen langsam machen. Das Ding wirft ja noch nichts ab hier. So, jetzt brauchen wir noch eine Servicekräfte. Alter. Hier, das ist doch nicht schlecht. Das sieht auch gut aus. Und das hier. Zack. So, und eigentlich müssten ja 2 Lieferkräfte reichen, oder? Denke ich mir so. Hier 1. Nee, warte. Ja, komm, nehmen wir ihn noch dazu. 2. Das müsste eigentlich so passen. Werbung. Ach, man kann auch Werbeflächen nutzen. Alles klar, okay. Warte, jetzt machen wir erstmal die Menükarte. Da packen wir alle Pizzen drauf, die wir sonst auch immer hatten. Pizza Snob, wunderbar. Okay. Und das mal durchbrettern. Geld ist Macht, Bürgermeister. Ein zahlender Kunde ist ein guter Kunde. Ihr Restaurant geöffnet ist, sollten Sie versuchen, genügend Gäste anzuziehen, um gute Gewinne zu machen. In der Bäckerei erhöhen Sie die Gewinnspanne jeder Pizza auf Ihrer Ware. Menükarte über 70. Okay. Angepasste Gewinnspanne. Gäste angezogen. Wie ändere ich denn? Wie mache ich die? Wieso haben wir schon geöffnet? Ach, wir haben 3 Schichten, ne? Okay. Aber jetzt kommt ja eh keiner. Ich spule mal gerade ein bisschen vor. Wir haben kein Essen. Ja, ich weiß, wir haben kein Essen. Mein lieber Großneffe, jetzt hast du also bereits 2 Restaurants. Herr Andrisetti war mir bei der Verwaltung meiner römischen Restaurants immer eine treue Seele. Ich weiß nicht, was man dir über den Tod deiner Mutter erzählt hat, aber sie starb, als du gerade 2 Jahre alt warst. Die Todesursache liegt ein wenig im Dunkeln. Der Arzt sprach von einem Herzinfarkt. Mit 28 Jahren. Zu dem Zeitpunkt war dein Vater schon verschwunden. Er kam auch nicht zur Beerdigung, obwohl der Tod deiner Mutter weltweit in den Schlagzeilen stand. Der gewaltsame Tod deines Großvaters war ja erst ein paar Wochen her. Du kamst in ein Waisenhaus, wusstest nicht, wo du herkamst, wer deine Familie war. Und das, glaube mir, war einer der härtesten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Aber das Leben geht weiter. Und es gehört jetzt dir. Rom gehört dir, wenn du nur willst. Ich weiß, du kannst es schaffen. Dein Großonkel Carmine. Ja, lieber Großonkel Carmine. Danke dir. Ihr habt gerade schon gesagt, oder richtig erkannt, besser gesagt. Oh, wir haben Schulden. Nein! Wir brauchen noch Lieferanten quasi um eine andere Uhrzeit. Denn das ist gar nicht mal so dumm. Sonst geht uns mittendrin tatsächlich die... Das Essen aus. Können die sich... Ach, die können sich auch überschneiden. Okay, warte mal. Oh, das ist die falsche... Das ist das falsche Dings, ne? Der falsche Laden gerade. Okay. Warte mal. Aber lassen wir das mal so. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist aber tatsächlich doch das falsche Restaurant. Wir hatten ja noch eins gehabt. Wie kann ich denn jetzt auf das andere Restaurant switchen? Ist es das hier? Ah ja. Angestellte. So, pass auf. Dann machen wir hier noch einen hin. Und hier lassen wir das einfach mal so ein bisschen überschneiden. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. So. Und da kommt noch mal einer ran. Dann machen wir das, den Laden da drüben. Ihn hier. Aber auch mal genau das gleiche.
Ne, hier können wir das nicht machen. Das geht nicht. Da haben wir zu wenig Arbeit dafür. Wir müssen das jetzt erstmal laufen lassen und erstmal gucken, dass wir ein bisschen Geld einnehmen. Oh, wir haben sehr viele Schulden gerade. Ich glaube, wir haben es erfolgreich gegen die Wand gefahren. Leno Daros, danke dir. Und BlackMorph66, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Achso, die Grafik mit den Besuchern. Ja, warte mal. Stimmt. Da kommen durchschnittlich 9. Okay, nachts kommen vor allem so viele. Warum? Warum kommen nachts so viele Leute? Das verstehe ich nicht. Okay, Gäste angezogen haben wir. Wir müssen die Gewinnspanne anpassen. Wo passe ich denn die Gewinnspanne an? Wahrscheinlich bei Finanzen oder sowas, ne? Hier, Finanzen. Was meint er für eine? Oder meint er Gewinnspanne bei den verschiedenen? Ich glaube, meint er die Pizzen auf der Menükarte, die Gewinnspanne? Ach hier, Lieferpriorität. Okay, also tatsächlich doch. Hier diese Gewinnspanne, alles klar. Muss das jetzt bei jeder Pizza so hoch sein? Das ist ja blöd. Oder Uno. Okay, das ist auf 70, alles gut. Das ist auch auf 70. Das ist auch auf 70. Das ist sogar noch mehr als 70. Das ist 130. Das passt doch überall. Ach, mehr als 70. Okay. Warte. Dann machen wir das nochmal eben schnell. Warte, hier Gewinnspanne. Was haben wir hier? 120 waren das. Slalami. Dann machen wir uns mal auf 100. Wir machen 90, das reicht. Die andere Pizza haben wir ja, glaube ich, gar nicht mit drin, ne? Das sind 290. Delfino waren 180. Und das war, glaube ich, auch genug, ne? 130, ja, das passt. Easy. Aber vielleicht sollten wir die Pizza Snob doch noch mal ein bisschen teurer machen. Was war das hier nochmal für eine? Chorizo-Wurst ist eigentlich auch relativ teuer, ne? Komm, das kann man ruhig mal ein bisschen anheben. Zack. Wunderbar. So. Jetzt haben wir die Gewinnspanne angepasst, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung, oder was? Ich weiß nicht, was der von mir will. Was meint er damit? Geld ist Macht. Ein zahlender Kunde ist ein guter Kunde. Jetzt, da Ihr Restaurant geöffnet ist, sollten Sie versuchen, genügend Gäste anzuziehen, um gute Gewinne zu machen. In der Bäckerei erhöhen Sie die Gewinnspanne jeder Pizza auf Ihrer Menükarte auf über 70%. Was? Hab ich doch. Oder nicht? Bin ich deppert? Ne, warte mal, hier war das nicht Menükarte. Muss man das hier auch nochmal ändern? Nee, ne? Och, speichern. Och, leck mich doch am Zuckerli. Oh, ist das deren Ernst? Oh, bitte. Hat er das jetzt nicht gespeichert? Mann. So. Grufti, ja wie gesagt, Grufti-Brille kann man immer Geld verdienen. Das ist auch okay. Und die Pizza Snob hat man noch ein bisschen hochgedreht, ne? So. Wunderbärchen. So, jetzt aber. Bruder. Sehr schön. Ja. Was? Halt, Moment. Pizza ist König. Der erste Tag war ein kleiner Erfolg. Sie sollten immer versuchen, Ihren Kontostand zu verbessern. Überprüfen Sie Ihren Tagesbericht, um Schwachstellen in Ihrem Restaurant zu finden und zu beseitigen. Das wird Ihnen dabei helfen, noch mehr Pizza zu verkaufen. Sicher? Der Bürgermeister ist mir irgendwie suspekt. Irgendwie
ist der mir so suspekt. Aber gut. Pizzenverkauf. 50 Stück müssen wir heute verkaufen. Alles klar. Im zweiten Restaurant. Ui. Wo wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Und drei haben wir jetzt verkauft. Jetzt wird es gleich ein bisschen voller hier drin. Wunderbar. Gucken. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, jetzt müsste aber hinhauen. Glaube ich. Bombata. Danke dir. Vielleicht sollten wir Gronkh mal beim Bürgermeister vorbeischicken. Ja, ich glaube auch. Ich kann kein Lager mieten, Mann. Ach so. Okay, wir brauchen einen zweiten Ofen. Alles klar. Alter, was man da alles beachten muss. Ah, ist ja Wahnsinn. Ist das Ding noch zu? Dann können wir in den Architektenmodus. Komm. Was hat das Ding gekostet? 1000? Okay, die kosten alle gleich viel. Na komm. Passt. Ist das jetzt gespeichert? Ja. Okay, können wir hier unten auch noch einen zweiten Ofen benutzen? Warte mal, wo ist denn das hier? Versupp. Hier, Architektenmodus, auch da hinten in die Ecke. Alter, wir machen so eine richtige Pizzakette, wo alles gleich ist. Voll geil. Zack. Sehr schön. Okay, und go. Mal gucken. Ja, der zweite Ofen bitte dann quasi. Ach, hier vorne meinst du den zweiten Koch, ne? Ja, das würde Sinn machen. Mann. Ja, wir müssen jetzt erst. Die Restaurants müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld einspielen und dann können wir neue Leute noch einstellen. Hauptsache, der Ofen ist schon mal da. Gucken, ob wir die 50 Pizzen hinkriegen. Müsste aber knapp hinhauen. Ja, doch, das klappt. Das reicht. Wunderbar. Na, komm schon. Zwei Pizzen noch. Ja, Mann! Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Ich freue mich sehr, dass Sie sich in den Restaurants etabliert haben. Ich schätze Sie sehr, Sie stehen auf eigenen Füßen. Übrigens, jemand hat einen Brief als Rathaus geschickt, der an Sie adressiert ist. Ich weiß nicht, wer ihn geschickt hat, aber es scheint wichtig zu sein. Ein anonymer Brief behauptet, dass ein kleines Restaurant, an der seine einst das Lieblingsrestaurant deiner Eltern war. Was? Ein anonymer Brief behauptet, dass ein kleines Restaurant, an der seine einst das Lieblingsrestaurant deiner Eltern war. Ist das so, ja? Gratulation! Rom läuft und Paris ruft. Du brauchst nicht zweimal nachzudenken, oder? Sehr schön. Ja, das haben wir alles schon mal richtig gut hingekriegt. Die Frage wäre jetzt allerdings nur... Was? Seine ist ein Fluss in Paris. Ah, so. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wollen wir jetzt noch weiterspielen Pizza Connection? Oder, jetzt haben wir das ja, knapp über 2 Stunden gespielt. So 1,5 bis 2 Stunden. Oder wollen wir jetzt mit Euro Truck Simulator weitermachen?